Das 11. Schmiedefest in Ipsitz steht ganz im Zeichen von Schmiedepapst Professor Alfred Habermann und der Jugend. Schmiede aus der ganzen Welt treffen sich zum Austausch und zur gemeinsamen Arbeit. Eisen ist ihr roter Faden, der sie zusammenführt. Das ist der rote Faden eben, der führt mich durch mein ganzes Leben. Das Schmiedefest Ferrakulum mit euch zu begehen, zu feiern. Für den scheidenden Bürgermeister und Initiator des Festivals ist es nicht leicht. Natürlich schwingt Wehmut mit, ja. Ich habe es immer so wirklich vom Herzen aus gemacht. Es war für mich immer eine große Ehre und eine Besonderheit, mit den Schmieden in Kontakt zu treten, obwohl ich kein Schmied bin. Aber ich bin im Umfeld der Schmiede, an der Schmiedemeile aufgewachsen. Wenn ich Ihr Herz interpretieren darf, ich glaube, Sie werden der Schmiedezunft nicht abhanden kommen. Ich werde der Schmiedezunft nicht abhanden kommen, ich mache das gerne, werde mich weiterhin in unserem Schmiedeverein, in der Schmiederunde einbringen, werde die Kontakte nützen und werde vielleicht manche Dinge machen, manche Veranstaltungen besuchen, für die ich als Bürgermeister bis jetzt nicht Zeit hatte. Erstmals war sogar ein Schmied aus Australien in Ipsitz. I came here because I met Alfred Habermann in the USA. Ich bin hierher gekommen, weil ich Alfred Habermann 2004 in den USA getroffen habe. Ich habe schon so viel über das Festival gehört und es ist wunderbar, hier zu sein. And you are working here as well or just visiting it? Just visiting, but doing a piece of work here. Ich bin auf Besuch, aber möchte auch etwas arbeiten und ich habe auch mein Werkstück für die Memorial Wall mitgebracht und ich freue mich, es mit den anderen Schmiedearbeiten dort anzubringen. Den Schmieden wurde im Vorfeld ein Stück Eisen zugeschickt, das sie für die Habermann Memorial Wall kunstvoll verarbeiteten. Eine tolle Ausstellung im Ferrum wurde von den Schülern und Weggefährten Habermanns gestaltet und von seiner Frau eröffnet. Mit Feuer und Wasser am Moos und Hammer. Wo Schmiede sind, wird viel gesungen und ein Künstler aus Holland überraschte mit einem neuen Lied für Ipsitz. Aber gleich danach erklang der Marktplatz im Rhythmus der Hämmer und Maschinen. Internationales Schmiedefest in Ipsitz. Ferrakulum. Heuer von 15. bis 17. Juni.